175 Millionen Tonnen. So viel Zucker wird weltweit im Jahr produziert. Jeder Deutsche kommt dabei auf einen jährlichen Durchschnittsverbrauch von 28 Kilogramm. Zucker ist also in jedem Haushalt unersetzlich, ob zum Morgenkaffee oder auf dem Frühstückstisch. Doch wie wird Zucker eigentlich hergestellt? Wir haben uns in der Zuckerstadt Lage bei der Fabrik Pfeiffer und Langen auf Spurensuche begeben. Ganz am Anfang des Prozesses steht die Zuckerrübe. Bei Pfeiffer und Langen rechnet man in dieser Saison mit einer Verarbeitung von 630.000 Tonnen Rüben. Das entspricht 420 Lkw-Ladungen am Tag. Die Anfuhr läuft hier an der Zuckerfabrik rund um die Uhr. Das heißt also, 24 Stunden ist geöffnet. Von Montag 0 Uhr bis Samstags 21 Uhr rollt der Verkehr hier kontinuierlich zur Zuckerfabrik. 97% der angelieferten Rüben werden eben halt per Lkw speditiert. Stichprobenartig wird zunächst der Zuckergehalt festgestellt. Dann werden die Rüben abgeladen und gut gesäubert. Von dort kommen sie auf das Band und werden weiterverarbeitet. Nach dem ersten Abspülen geht es in die Knüppelwäsche. Pro Stunde werden etwa 330 Tonnen Rüben mit Rübenwasser gewaschen. Die gewaschenen Rüben laufen dann auf dem Bandweg weiter bis zum Rübenbunker. Darunter befinden sich vier Schneidmaschinen. Die zerkleinerten Rüben werden dann weiter befördert in die sogenannten Auslaugetürme. Und dort werden die frischen Rübenschnitzel mit einer Art Schnecke nach oben befördert. Von oben drückt man 80 Grad heißes Wasser da drauf. Die Zellwände der Schnitzel platzen. Der Zucker geht in Lösung und wir erhalten den sogenannten Rohsaft. Ein Kalkmilchgemisch wird dem Rohsaft hinzugegeben. Dadurch können Nichtzuckerstoffe abgefiltert werden. Das Produkt des Saftes ist der Dünnsaft. Dieser wird auf der Verdampfstation eingedickt, bis er den passenden Zuckeranteil enthält. Das entweichende Wasser wird wieder als Waschwasser für die Knüppelwäsche verwendet. Was übrig bleibt, ist der Dicksaft. Zur Veranschaulichung nochmal den sogenannten Dünnsaft. Und wie eben schon erklärt, auf der Verdampfstufe wird dieser 16%ige Dünnsaft dort eingedickt, bis er einen Zuckergehalt von nahezu 80% hat. Diesen Dicksaft pumpen wir dann weiter hoch auf die Kochstation. Dieser wird rund 2 Stunden bei Unterdruck gekocht. Durch die Zugabe kleinster Zuckerkristallmengen wird die Kristallisation angeregt. Danach geht es in die Zentrifuge. In der Zentrifuge wird diese Masse dann bei hoher Umdrehungszahl geschleudert. Alles das, was nicht kristalliner Zucker ist, wird praktisch nach außen weggeschleudert. Im Korb bleibt der Kristallzucker enthalten. Und so bekommen wir von einer Tonne dieser Füllmasse beim ersten Schleudern etwa 500 Kilogramm reinen weißen Zucker. Im letzten Schritt wird der Kristallzucker vor der Einlagerung getrocknet. Dieser Zucker wird hier eingelagert in verschiedensten Silos und wie gesagt 72.000 Tonnen gesamte Lagerkapazität. Wir produzieren am Tag 1.500 Tonnen Zucker, rein Kristallinzucker. Und wie man hier vorne sieht, wird ein Teil davon in sogenannten Big Bags verladen, wo immer 24 bis 26 Tonnen auf einen LKW kommen. Des Weiteren, was wir gerade schon gesehen haben, haben wir noch eine lose Verladung. Dort werden Silofahrzeuge verladen, auch mit einem Tankvolumen von in der Regel 25 Tonnen, wo wir auch in der Lage sind, bis zu 1.000 Tonnen dieser Anlage pro Tag zu verladen. Ein Siebtel des Gewichts einer Rübe lässt sich zu Kristallzucker umwandeln. Doch wie lange dauert es, bis die Rübe zum Zucker geworden ist? Was wir vorhin gesehen haben, die Rüben, die dort per Wasserstrahl entladen wurden, die sind in 12 Stunden weißer Zucker und eben halt Viehfuttermittelpellets. Dann sind die verarbeitet. In diesem Jahr werden es etwa 100.000 Tonnen Zucker. Im nächsten Jahr rechnen wir mit etwa 160.000 Tonnen weiße Ware, so nennt man das hier. Bleibt als letzte Frage, woher kommt eigentlich der Geruch, der die Zuckerfabrik umgibt? Der Geruch kommt eher von der Herstellung von den Futtermitteln. Wir erzeugen pro Jahr über 30.000 Tonnen Pellets, die wir dann auch an rindviehhaltende Betriebe bzw. die Futtermittelindustrie verkaufen können. Rund um die Uhr wird von September bis Mitte Dezember produziert, bevor in der zuckerfreien Zeit die Wartungsarbeiten losgehen. Wenn die neue Saison in Lage startet, werden wir es bestimmt riechen.